Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein schöner neuer Vlog. Wir freuen uns, dass wir wieder einen online gestellt haben. Gibt auch ein paar coole Themen. Ja, wir waren vorhin beim Architekten und haben zum allerersten Mal für den Umbau von unserem Dachgeschoss die 3D-Pläne gesehen. Und ehrlich gesagt, wir waren geflasht, weil es uns so gut gefallen hat. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte zwar schon, deswegen haben wir auch dieses Architekturbüro ausgewählt, dass das also schon klappen wird mit denen, aber ich war mir sicher, erstmal möchten wir irgendwas verbessern und tatsächlich ist es gar nicht so. Wir haben das Projekt jetzt angenommen, wie es ist, ohne irgendeine Veränderung und ja, wir hatten halt so ein... Glücklich damit? Ja. Gut. Wir hatten nämlich so ein bisschen Bedenken bei der Sache, dass man, also wir sind ja in gewissermaßen unter Zeitdruck. Weil nein, wir sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir sind nicht unter Zeitdruck. Also, wir sind nicht unter Zeitdruck, aber wir hätten es schon ganz gerne, dass das Projekt halt fertig ist, bevor das Kind da ist oder Barbara hochschwanger ist. Also zum Ende der Schwangerschaft hin. Also, ne, sagen wir mal, das wäre uns halt eine liebere Option gewesen und es hätte ja sein können, dass wir, weil solche Projekte zu planen natürlich jetzt auch nicht sonderlich schnell geht, wir so in eine gewisse Problematik geraten wären, hätten wir jetzt gesagt, ah, dies noch verbessern, das noch verbessern, dann dauert es wieder 2 Wochen, dann das noch verbessern und so weiter. Und deshalb sind wir echt erleichtert und glücklich, dass uns das so gut von Anfang an gefallen hat. Ja, wobei ich meine, mal kurz widersprechen möchte, wir fühlen uns wirklich überhaupt gar nicht unter Zeitdruck. Okay. Weil ein Baby wirklich nicht sofort einen Raum braucht. Das wäre rein für uns. Ach so, habe ich das auch gar nicht gemeint. Sondern im Sinne von, dann ist hier, sind hier Bauarbeiten und so weiter, und ist einfach unruhig und so. Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, wenn sich das jetzt so nach hinten ins Jahr schieben sollte mit den Bauarbeiten, dann machen wir das lieber ganz in Ruhe irgendwann nächstes Jahr, wenn das Baby schon da ist und ich aus dem Wochenbett raus bin. Und wirklich auf gar keinen Fall wollen wir uns unnötig mega Stress machen, weil das ist es einfach nicht wert. Und nee, das stimmt, das stimmt. Da wollte ich auch gar nichts Gegenteiliges sagen, nur wir hätten es uns natürlich gewünscht, wenn das dann noch vorzeitig fertig wäre. So, das ja, das ist natürlich die ideale Option, ob es so wird. Mal schauen, mit Baustoffmangel und so weiter, in den Zeiten, wie sie aktuell sind, ist das einfach extrem ambitioniert. Vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, dass das jetzt in den nächsten Wochen fertig wird. Aber wir versuchen es mal und wenn es nicht klappt, dann halt einfach nicht. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal das schöne Projekt. Ja. Und wir wollten euch das jetzt mal zeigen. Wir führen euch vorher einmal rum. Also die Idee ist es, dass... Oder das zeigen wir euch einfach gleich. Ja. Wir führen euch erstmal rum. Ist eine gute Idee. Passt. Willkommen in unserem Schlafzimmer. Wir haben gedacht, wir zeigen euch jetzt den Stand, wie er ist, damit man sich die Pläne gleich besser vorstellen kann. Also wir haben hier einen ziemlich großen Raum mit hohen Decken, der recht offen ist, aber durch die Schrägen ja relativ wenig genutzt. Wir haben ein offenes Konzept, das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Und ehrlich gesagt dachten wir, als wir hier eingezogen sind, dass wir als erstes eine Wand hier hinbauen und das Badezimmer vom Schlafzimmer trennen. Aber dann haben wir hier ein bisschen gelebt und uns hat das vom Konzept total überzeugt, so für unsere Nutzung. Weil die einzigen Personen, die hier oben sind, sind immer Henrik und ich. Und ich habe jetzt ja kein Problem, dann da auf Toilette zu gehen, wenn Henrik mal schläft oder so. Das wollen wir auch einfach lassen, wie es ist. Also wir können hier noch sehr kurz schauen. Wir haben hier so einen kleinen Abstellraum. Und halt da hat Maya früher immer geschlafen. Naja, sie sollte da schlafen, aber sie ist immer zu uns ins Bett gekommen. Ja, aber sie hat sich gerne reingelegt, dann kam sie nachts wieder raus. Ja, wir haben hier eine wundervolle Badewanne mit einem Whirlpool und ja, und da ist unsere Dusche. Ja, wie ihr seht, es ist ziemlich dunkel hier. Also wir haben wirklich nur diese beiden Fenster und dann sind die Fliesen ja auch schwarz, was uns aber nie gestört hat, weil wir hier eh nur zum Schlafen raufkommen. Und da ist das eigentlich ganz gut, wenn es so dunkel ist, zumal der Rest vom Haus extrem hell ist. Genau, und die Idee ist jetzt folgende.
Dort hinter den Fenstern, da hinten, ist die Tür zu dem Raum, den wir oder die Räume, die wir gerne ausgebaut haben möchten. Wir haben da jetzt schon einen Stromanschluss. Das ist aktuell so, wenn man hier rausgeht, ist man wirklich draußen. Heißt, die erste Herausforderung war schon mal zu überlegen, wie macht man hier einen Durchgang, dass man nicht jedes Mal, wenn man in die Garderobe möchte, erstmal draußen rumläuft. Yep. Zumal man vielleicht... Da ist die Straße. Ja, zumal man vielleicht halb nackt hier ist oder so. Oder auch ganz nackt. Ja. Ja. Und das ist hier unsere absolute Rumpelkammer. Ich glaube, das sieht recht klein aus. Es sind aber fast 40 Quadratmeter. Würde man die Schräge eben wegdenken, was wir vorhaben, also wenn man ein Flachdach hier hätte. Und ja, das Ganze ist natürlich absolut nicht ausgebaut, wie man sieht. Ja, echt viel Gerümpel. Ja, das ist wirklich viel. Als wir damals umgezogen sind, haben wir uns irgendwie nicht die Mühe gemacht, vernünftig auszumisten. Wir haben dann gesagt, ach, das machen wir später, und dann haben wir es nie gemacht. So, und Henrik wird euch jetzt mal zeigen, was da geplant ist. Wir haben eine echt tolle 3D-Animation bekommen, mit der man sich das ganz, ganz toll vorstellen kann. Ja, die ist echt sehr, sehr gelungen. Allerdings vorab hier kurz die Anmerkung, das ist gar nicht so leicht, das zu manövrieren mit diesem Trackpad hier. Also wenn es ein bisschen rumspringt und so weiter. Ich muss noch üben. Na gut, also das hier ist die Außenansicht. Und die Idee war, dass man diesen neuen Aufbau, genau, mit so Holzpaneelen verkleidet und gar nicht komplett in dem Stil anpasst, wie das Haus vorher war, damit es nicht so, wie war das Wort, wuchtig, monumental wirkt. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, würde man das jetzt alles in weiß machen, wie der Rest sozusagen des Hauses, hat man hier so eine riesige weiße Fläche. Ja. Und das wollten wir nicht. Okay, also wenn wir die Ansicht jetzt einmal hier drehen, dann kann man praktisch reingucken. Also im Prinzip gucken wir jetzt praktisch aus der Sicht vom Badezimmer drauf. Also da, wo ihr gerade diese Waschbecken gesehen habt, die Wanne und so und die Dusche. Da stehen wir jetzt im Prinzip und schauen auf diese Fensterscheiben. Das ist jetzt zu einem Durchgang geworden. Also hier sind aktuell die zwei Fenster. Und die Idee ist, die komplett rauszunehmen und dann hier Raum mit einem Dach zu kreieren, weil da ist ja aktuell freier Himmel. Also das ist ein geschlossener Durchgang, und zu dieser einen Seite rechts, wo diese kleine Kommode steht, hier, da ist einfach zur Straße hin eine neue Wand. Das wird auch einfach geschlossen bleiben. Und zur anderen Seite, da sind die Fenster, und die bilden jetzt so einen richtig süßen kleinen Balkon, was übrigens auch eine ganz nette Anekdote ist, weil Barbara wollte unbedingt, dass die Katzen noch durchs Schlafzimmer reinkommen können, so wie jetzt. Wir haben da so eine kleine Katzentreppe, können wir euch zeigen gleich. Und da haben die jetzt so einen, vom Büro aus, vom Architektenbüro aus, so einen kleinen Balkon geplant. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Versuch mal von außen da drauf zu gucken. Ja, das sieht man jetzt nämlich in den Plänen nicht, aber hier haben wir noch seinen Gartenschuppen. Da drauf führt die Katzenleiter, und die Katzen springen dann, weil Katzen cool sind, einfach hier auf dieses Dach und kommen eigentlich jeden Morgen so rein. Ist natürlich kein großer Balkon, aber... Aber zumindest man kann das jetzt nutzen, und bisher haben wir diesen Platz eigentlich überhaupt nicht genutzt, sondern nur die Katzen. Ja, und was ebenfalls eine Neuerung sein wird, wir machen dann drei Dachfenster über das Bett praktisch, man in den Sternenhimmel gucken kann. Ja, und es dient natürlich auch der Belüftung und der Helligkeit, und das macht das Ganze nochmal heller, offener und gleichzeitig gemütlicher. Und was ihr hier hinter alles sehen könnt, das werden dann so Kleiderschränke. Genau, also das könnten auch sogar die sein, die wir jetzt haben, dieses Packsystem. Genau. Muss man mal gucken, ob sich das schön wieder ent- und wieder zusammenmontieren lässt. Und da oben, das wird ein Dachfenster. Hier sieht man auch, wie das Licht praktisch reinfällt. Das ist ein Lichtfenster, aber das kann man natürlich auch verdunkeln, wenn man schlafen will. Und zu guter Letzt, würdet ihr hier noch weitergehen, ist ein kleiner weiterer Raum. Ich komme da leider nicht gut hin.
Ja, das ist etwas schwierig hier, hatte ich ja eingangs gesagt. Da würden wir eine kleine Abstellkammer machen, aber vielleicht kannst du das nochmal von der Außenansicht zeigen. So genau, also das ist die Hinteransicht, da ist ein kleines Fenster. Das hier wäre der neue Raum und da ist die Tür, die wir euch gerade gezeigt haben. Was wir damit machen, können wir dann noch gucken, aber wir wollen jetzt auch nicht eine zu riesengroße Garderobe. Die brauchen wir dann auch wieder nicht. Genau, und für alle die sich das nicht gut vorstellen können, da ist der zweite Raum zu der Garderobe. Genau, also hier die Ankleide, da kommt man vom Schlafzimmer rein, hier ist der kleine Balkon und da nochmal so ein Abstellraum. Ja, leider haben wir es jetzt nicht hinbekommen, euch das so elegant zu präsentieren, wie uns das heute in dem Büro vom Architekten gezeigt wurde. Ich glaube, dieser Viewer ist mit unserem... Ja, Mac das hier ist nicht kompatibel. Das liegt gar nicht an uns, das ist die Ausstattung hier. Genau. Ja, das Coole, was ich daran auch sehe, ist, dass man eigentlich ein stimmigeres Raumkonzept insgesamt hätte oder Wohnkonzept, weil wir jetzt aktuell runterlaufen, um zu unseren Kleiderschränken zu kommen. Das stört uns jetzt überhaupt nicht in der Situation, in der wir sind, weil wir hier ja nur zu zweit sind. Man hätte es auch anders lösen können und die Schränke einfach irgendwie an die Schräge stellen können oder so. Klar, das geht alles auch, aber wenn wir diese begehbare Garderobe oben hätten, plus dann halt so diese Bürofläche, plus das Schlafzimmer, das Elternbad, es wäre halt die ganze obere Etage im Prinzip und plus halt noch dieser Zusatzraum und Kinder, wer weiß, wäre dann unten und ja, irgendwie finde ich, macht es so mehr Sinn, als es das jetzt macht. Der Antrag geht jetzt die Woche raus und ist auch soweit fertig. Jetzt ist es aber sehr schwer einzuschätzen, wie lange die Behörden brauchen. Es kann wenige Wochen dauern, es kann aber auch zum Teil Monate dauern. Also wir werden mal schauen. Die Architekten bei uns meinten, es dürfte so höchstens 6 Wochen erfahrungsgemäß bei uns hier brauchen. Aber we will see. Ich zeige euch jetzt noch die Katzentreppe. Vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen. Ich find's so witzig. Ich feiere das jeden Tag, wie die Katzen ins Schlafzimmer kommen. Fridolin! Leckerchen? Was so eine Komplettheit. Da ist das Leckerchen, da. Und so kommen die Katzen rauf. Und das haben die gemacht, noch bevor die ihre Katzenleiter hier hatten. Das heißt, die sind buchstäblich diese Wand hochgeklettert mit einem Satz. Wir haben uns echt am Anfang gedacht, wie machen die das? Wie kommen die hier rauf? Es sind ja schon über 2 Meter, aber es sind Katzen. Katzen sind echt unglaublich. Nö, ihr Stinkies. Jo, jo, jo. Weiß, das ist sehr lecker. Die Kamera steht etwas wackelig auf dem Wasserkocher, aber irgendwie funktioniert das schon. Es ist der nächste Tag und wir machen Nice Cream. Ja, und ich habe mir gedacht, das zeige ich euch mal, das ist so lecker. Letztes Jahr habe ich das fast jeden Tag gemacht. Und ihr braucht keine Eismaschine dafür. Nee, sind hauptsächlich gefrorene Erdbeeren in dem Fall. Genau. Das geht ganz einfach. Wir fangen mit Zucker an. Also im Rezept, falls ihr einen Thermomix habt, das heißt einfach Erdbeer-Balsamico-Eis, steht 80 Gramm. Ich mache aber weniger rein. Ich finde, das ist ein bisschen viel. Wir pulverisieren es jetzt oder ihr könntet anstelle des normalen Zuckers Puderzucker nehmen, dann habt ihr den schon pulverisiert. Das wird echt Puderzucker. Ja, ja, so wie die Industrie das auch macht. Naja, und dann kommt da Erdbeeren rein, diese gefrorenen. Alles. Alles, wollen wir nicht. Letztes Mal hatten wir so viel. Alles. Die dritte Zutat ist dann Joghurt. Ich habe das beim letzten Mal mit Kokosjoghurt gemacht, das war auch sehr lecker. Ungefähr 100 Gramm und ungefähr 400 Gramm TK Erdbeeren. Ihr könntet auch zum Beispiel, oh,
Das war knapp. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Multitasking. Ihr könntet auch zum Beispiel gefrorene Himbeeren nehmen oder eine Banane in kleine Stücke schneiden und die gefrieren, so eine Mischung daraus machen. Ja, und dann, das ist wichtig, das denkt man gar nicht, dass es passt. Du musst doch zeigen, was es ist. Ja, aber du sagst es doch, Creme di Balsamico. Ja, aber ganz wichtig ist, dass es Crema ist. Nicht das normale Balsamico, also nicht das flüssige, sondern das süße Zeug. Das wird schon wieder so lang. Du hast gesagt, wir machen ein kurzes Rezept. Und das wird jetzt einmal schön gemischt und daraus entsteht dann eine richtig tolle Eiskonsistenz. Und heute pimpen wir das mal so ein bisschen, so wie bei Frozen Joghurt, wisst ihr, damit es nicht zu gesund ist. Oh, und hier meine neue Entdeckung, die sind so lecker. Habe ich letztens bei irgendwem in einer Story gesehen auf Instagram. Genau das hast du schon gesagt. Nee. Ja, aber das habe ich rausgeschnitten. Und jetzt esse ich die so gerne selbst. Und schon haben wir aus einem gesunden Eis ein weniger gesundes Eis gemacht. Fantastisch. Wir haben uns jetzt hier kurz mit unserem Eis nach draußen gesetzt. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil das so ein paar Leute gefragt hatten, erzähle ich euch einmal ganz schnell in der Kurzversion, was so für mich am ehesten neu in dieser Schwangerschaft war, beziehungsweise was so an aufgekommen ist. Allen voran bin ich total erleichtert, dass es Barbara so gut geht. Also sie hat kaum Beschwerden und das ist echt eine riesige Erleichterung, weil man ja doch von vielen Stellen hört, dass es den Frauen in der Schwangerschaft und so schlecht geht, die Übelkeit und ich weiß nicht was alles. Dann natürlich auch, dass es dem Kind bisher absolut gut geht und alle Untersuchungen und so weiter gezeigt haben, dass es gar keinen Anlass gibt, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Das natürlich auch fällt einem schon jetzt ein Riesenstein vom Herzen, muss ich sagen. Aber ansonsten hat es auch vor allem... Wow, sie ist auf die Katze getreten. Oh Gott, aber der Mann, der ist doch... Sorry, Fridolin. Aber es ist natürlich auch super, super aufregend. Und was ich jetzt Negatives sagen kann, ist, ich fühle mich so ein bisschen hilflos. Also ich stehe halt daneben und aktuell kann ich jetzt nicht so viel machen. Okay, ich kaufe Erdbeeren und bin ein netter Kerl und so weiter. Aber, boah, keine Ahnung, so im Vergleich zu einem Baby im Bauch wachsen zu lassen und so, ist das doch ein bisschen wenig. Und irgendwie, ja, muss man auch damit klarkommen, dass, also die männliche Seite, dass man da irgendwie nicht so viel machen kann. Ne? Man tut ja natürlich in der Regel sein Bestes, aber es ist schon irgendwie eine skurrile Situation, in der du doch ein bisschen außen vor bist als Mann. Aber ansonsten bin ich einfach nur glücklich und es kommen immer mehr Gedanken und Ideen und so weiter. Also auch so Fantasien oder Vorstellungen, wie das Ganze aussehen könnte, wenn das Kind da ist. Und das ist super, super schön und macht richtig Spaß. Ich freue mich so sehr auf den Winter. Ich bin generell glücklicher geworden, also so ausgeglichener. Ich fluch viel weniger. Das ist auch noch ein sehr interessanter Punkt, obwohl ich mir das gar nicht vorgenommen habe. Aber wahrscheinlich ist das ganze Oxytocin in mir oder so. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, abwechslungsreiche Zeit. Und ja, das ist irgendwie so ein kleiner Funfact. Ne? Die Flucherei hat etwas aufgehört. Hier seht ihr übrigens, wie Hendrik Eis isst. Das ist jetzt kein Witz, das macht er nicht für die Kamera. Der kann einfach kein Eis essen, das ist ihm zu kalt. Aber er macht es trotzdem. Ja, das schmeckt ja an und für sich lecker. Aber es tut an den Zähnen weh, es ist im Mund zu kalt, da tut es auch weh. Das ist so, nee, also ich bin echt kein Eisfan. Das ist mit der größte Meinungsunterschied in dieser Ehe. Na gut, mit dieser wunderschönen Einstellung beenden wir jetzt diesen Vlog. Mal gucken, vielleicht kommt es aufs Thumbnail, wie ich so mache. Bye.